Und damit willkommen zurück zu Vampire Stone 2. Wir haben inzwischen schon 7 Bruchstücke der Tafel gefunden. Nun ist Bruchstück 8 zu finden in diesem Schloss Horan, was die Voraussetzung Stufe 80 trägt. Ja, dann gehen wir mal. Und hier haben wir auch den Runenschlüssel, den wir brauchen. Ja, mal gespannt, was wir gegen sind. Das letzte war recht eklig mit den Beholdern gewesen, weil die einfach mit Verwirrt und sowas uns eklige Zustände gegeben hat und das Design war absolut beschissen gewesen von der Ork an sich, wo man nur dachte, oh Gott, jetzt hoch, runter, wieder zigmal, dünne Gänge. So, hier haben wir alles ein bisschen größer und hier ist eine Marke. Ach, an die kann ich mich sogar erinnern. Blutschock, was macht das? 300 Schaden, das ist wirklich. Okay, ich werde also Verstumm hier öfters mal nehmen müssen. 4000 XP pro Gegner. Das ist mal in Ordnung. So, was haben wir denn hier? Der Gang nach unten führt uns wohin? Irgendwo anders hin? Zu einem Weg, der nach unten führt. Okay, das lassen wir erstmal. Hallo? Oh, Initiative. Ich glaube, Initiative heißt, wir gehen noch volle Kanne drauf. Sehr schön. Haben wir einen Geheimgang. Status Rune nehmen wir auch gern mit. Große Räume, nicht so dünne Gänge, gefällt mir sehr gut bisher. Ja. Gut, Rune erhalten. Oh, dann haben wir schon 2 Wege nach unten. Karte 17 erhalten. Elixier. Okay, nee, das geht da drüben nicht weiter. Denn aktuell geht es ja nur hier unten entlang. Nee, alles gut. Dann folgen wir dem Weg mal. Erstmal auf der unteren Seite. Okay, dann kommt man einfach nochmal zurück wahrscheinlich. Eltra, wir können nicht hier irgendwie anders lang gehen? Nein. Dann lass uns nach unten gehen. Wir haben einen Teleporter, das heißt, wir werden hier irgendwann mal einen Teleporterstein bekommen. Ah, guckt an, das ist irgendwas am Boden. So, das ist doch mal der perfekte Ort, um verstummt zu werden. Da bin ich mal gespannt, was die noch in Marke können. Ich glaube, es waren 2 Magierarten hier unten, wenn ich recht jetzt sehe. Okay, 150 Schaden. Also als Marke sind wir trotzdem recht kräftig im Nahkampf. Aber in Ordnung. Besser auf jeden Fall, als wenn irgendwelche dicken Zauber uns gewirkt werden, die uns ordentlich Aua machen. Und weg mit denen. Die XP ist krass. So. Riesengänge und Hallen. Krass. Wir haben hier eine Tür, die nicht aufgeht. So schön, jetzt haben wir einen Gang, der führt nach unten, ja. Kartenmäßig verstehen, kann man hier irgendwie vorbeigehen? Irgendwas machen, schaltertechnisch? Oben vielleicht rein? Nö. Interessante Musikauswahl auch mal wieder. Okay, müssen wir wahrscheinlich irgendwelche Schalter drücken irgendwann mal. Früher oder später. Ich mache mal draußen verstummen. Ich glaube, der Schaden, den die reinhauen bei uns, ist sonst so hoch. Das sollten wir lieber. Also den Schaden zumindest für den Zaubern, das sollten wir lieber das Verstummen anfangen machen. Bei den Augen, Fischen hat es ja nie geholfen, warum auch immer. Obwohl der Zauber durchging. Und weg mit dem. Der nächste Knilch. Oh, das sind neue. Verstummen. Was könnt ihr alles? Okay, wir machen. Wir machen den Vortrag. Ich glaube, das ist der Angriffszauber. Die hinten sind, wenn ich mich recht in der Heilung, oder? Jetzt mal gucken, ob die sich nur selber heilen können. Ah, die machen schon ordentlich.
gut. Okay, 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 okay. Die tun schon ein bisschen weh, wenn die durchkommen. Die Haltung rennt schon was aus, meine ich gerade. Bin schon fünfmal durchgegangen auf einen. Also diese drei Kombinationen von Marken, die unter unschön. Die sind zum Glück stumm, sonst hätten die wahrscheinlich schon längst ihre Regenerationszauber oder so auch mal gemacht. Hier komm schon nicht hin. Meine Fresse. Ich habe auch noch keinen Zaubergeistergang oder irgendwas. Da war ein Schalter gewesen. Wir gucken erstmal hier kurz in den Geheimgang. Da ist eine Heilfiole. Mit. So. Sackgasse. Oh, kann man den Gegner wirklich so ausweichen? So. Schalter drücken. Offen. Dann lass uns das mal nach und nach holen. Alles in Ordnung. Ganz entspannt. Natürlich wieder Dietrich, aber haben wir auch noch 18 Stück oder so in den Tag gehabt. Auch wenn sie danach gleich wieder weg sind. Eingeweihte Reise. Moment, das könnte eine Wache sein. Ja. Plus Schaden gegen Tiere und Menschen. Es ist 50 Schadenspunkte aber entfernt. Unserer aktuellen Waffe. Wenn es keine Tiere und Menschen sind, wird das nicht so den geilen Schaden erzeugen. Wir bleiben bei unserer Waffe erstmal. Ist natürlich schon Stufe 80 Danischen, wir sind Stufe 99, das heißt natürlich sowieso ist hier ein kleiner Unterschied noch da. Oh. Hallo Markio. Ihr seid mal wieder eine Doppelkombo. Okay, wir machen das erstmal den Angriffsmarkt. Ich bin schon mal der zweite. Ah, da macht Regenerationszauber. Wie viel macht die Regeneration? 50. Das ist nicht viel, da machen wir deutlich mehr Schaden aktuell. Okay. Aber mit zwei Angriffen von mir ist das schon wieder weg. Dein kleiner Bonus und der dritte, der haut's wieder raus. Genau. Und weg mit dir. Aber ich glaube, wir sollten uns schon mal ein kleines bisschen heilen. Hier noch ein bisschen was. Wir haben wieder einen Schalter, der macht. Boah, also habe ich nichts gegen. Solange die Gegner nicht nochmal neu kommen. Habe ich kein Problem damit. Nochmal zurückgehen müssen. Ein Vampirstein gefunden. Okay, auch stimmt, den hätten wir auch schon mal nehmen können. Den würde ich eigentlich gern für den letzten Dungeon nehmen, weil ich glaube, der ist noch ein bisschen heftiger. So, was haben wir jetzt? Haben wir einen Weg nach unten und nach oben. Da war schon festgestellt, dass oben noch einiges zu tun ist. Würde ich fast behaupten, wir nehmen den hier mal. Genau, weil seine Sackgasse ist perfekt. Auch hier machen wir erstmal verstummen. Geht da bald durch, das ist wunderschön. Erstmal der Angriffsmarker. Der macht das meiste Aua. Diese Marker haben jetzt Probleme mit den Elras oder die Elras haben Probleme mit diesen Markern? Ist da nicht irgend so eine Verständigung zwischen diesen Markern? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Helm der Wälder. Ich glaube, den haben wir schon mal gehabt. Helm natürlich.
Schutz vor Gift. Genau, brauchen wir nicht mehr, weil wir den Harnisch. Und das ist ja 30 Angriffs-Verteidigungspunkte schlechter, von daher alles in Ordnung. So, ja, können wir durch ohne das Angriff? Ja, sehr gut. Hier haben wir so eine Magiergruppe. Zwei von denen. Okay, die machen trotzdem mal weg wegen. Dann machen wir mal Feuer. Wie ist denn mit Schlaf? Ja, okay. Dann drauf, würde ich sagen. Ah, okay. Sobald Schlaf ist, automatisch wieder gecancelt, wahrscheinlich, wenn du angreifst. So, natürlich der unteren hat nicht erwischt, den oberen. Dann trotzdem erstmal kurz auf den oberen, dann müsste eigentlich trotzdem bald gehen. Genau. So, dann nehmen wir den hier unten. Den Heiler Lee. Natürlich. Da haben wir genug Zeit, sich mal vollständig zu heilen. Ja, 491. War ja klar. Und puff. 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 Perfekt. Okay, das ist die dritte untere Ebene, wenn ich mich nicht ganz täusche. So schön offen, das ist so angenehm. Wo mit dem Gang eigentlich? Ist das noch? Ja, Gang nach unten. Okay. So, wir speichern immer mal, weil wie gesagt, wir können uns auch oben nicht mal umhauen. Daruhelm. 129 Abwehr, okay, das ist einfacher. Da gehen wir den Gang hier mal lang. Sieht von der Sackgasse aus. Wieder ein Magier-Duo. Okay, wir beiden durchgegangen. Sehr gut, das heißt, wir können. Okay, es waren 1600, 1700 ungefähr Schaden. Ja, haben sie nicht zumindest. Aber wenn hier so viel Marke sind, wäre es eigentlich schön, wenn wir wieder Rezepte finden würden. Ich weiß, ich mecker da immer auf hohem Niveau rum, aber das wäre echt langsam an der Zeit. Also das muss ich langsam echt mal nachgucken, wo man denn die Rezepte findet. Glücksring. Was macht denn ein Glücksring? Können wir da was anderes finden? Hübscher Ring, Schutz vor Crit-Treffern und Fluch. Ah, Fluch ist. Fluch ist noch ein Zustand, genau, den hat man glaube ich noch nicht irgendwo gesehen aktuell. Hier geht's nach oben, da geht's nach oben. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden oben? Links oben ist ja ein Durchgang nach unten gewesen und hier ist eine Sackgasse. Perfekt, so mag ich das. Ein Heiltrank. Und ein Drylia mit einer Eisrune. Die wir, glaube ich, zur Zeit relativ selten gefunden haben. Ich habe das Gefühl. Okay, dann erster Marker. Die Angriffsmarker sind das. Okay, das lassen wir nicht zu, da macht auch Walner mal einen Versturm. Und dann gehen wir drauf. Das meine ich halt, die XP, die geht natürlich jetzt ins Nirvana und das die Preisfrage, könnte man dafür nicht irgendwas anderes kriegen? Aber scheinbar nicht. Okay, wieder Angriffsmarker. Ja. Wir machen bei ihr verstummen. Ich würde sagen, sie würde dann mal Blut saugen, weil sie durchaus mal ein bisschen was braucht, dafür ist sie hier erst Schlägerin ist. Wenn Blut saugen funktioniert. Sehr gut.
Und ja, ich muss mal wieder Heiltränke organisieren. Ich habe es längst mal versprochen, aber da ich es nicht gebraucht hatte, war es bis dato keine Notwendigkeit. Aber hier, ich habe jetzt schon wieder einige verbraucht, die ich gefunden hatte in den Ecken des Dungeons. Wäre gut, wenn wir bald mal wieder ein, zwei hätten. Ich sehe. Okay, cool, das ist noch eine innere Ebene. Interessant gemacht. Frage ist, ob die KI das finden würde. Weg oder einfach nur sinnlos gegen die Wand latscht die ganze Zeit. So, und damit sind wir jetzt die Unterebene 4. Ist da oben schon wieder eine Brache? Ja. Okay. Ein Geheimgang. Seelen, habe ich das nicht gelesen, leider. Und wieder Angriffsmarker. Na gut. Stumm. Geht dabei durch, sehr gut. Zweimal angreifen und Blutsaugen. Erleben. Obwohl, die können natürlich schon den unteren aussaugen. Dann kriegt er ein bisschen Blutschaden über Zeit. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ah, sind 80 Blut ungefähr, die sie kriegt. Mit 50 und 4 verstummen macht sie dann plus 30, also. Das ist immerhin was. So, der untere sollte. Soll der nicht irgendwie bluten? Okay, er kriegt keinen Bluteneffekt, obwohl wir Blut abziehen können. Interessant. Nimmst Blut und die Gegner bluten nicht. Nicht schlecht. Ich glaube, das würden manche Menschen auch gern können. Das gerinnt wahrscheinlich sofort wieder bei denen. Okay. Dann. Was? Woher? Ach, im Geheimgang. Geht bei beiden durch. Wir machen erstmal Angriffsmarker, nicht, dass der wieder dumme Ideen kommt. Dann macht der Lane mal ein bisschen Blut saugen. Nee, die macht auch Blutsaugen auf den zweiten Marker. Der gibt auch ein bisschen was ab, das ist ja wunderschön von ihm. Und der blutet auch. Der kann bluten. Der weiß noch, wie das geht. Sehr schön. So. Sie. Ja, XP ist egal jetzt inzwischen. So, wir gehen hier entlang. Können hier irgendwie rummehren. Ich merke das gerade. Nochmal runter. Ist das hier so? Ja. Die ist verschlossen. Und hier bestimmt wieder die Trisch nutzen. Das haben wir ja gleich. Teleportationsstein gefunden. So, wir machen hier so ein bisschen hin und her, zickzack, und kommen hier raus. Sehr gut. Okay, hier ist auf jeden Fall noch ein Trüle. Eine Blutflasche. Brauchen wir gerade Blut? Nein. Speichern aber mal ab. Sicher. Ich speichere vor allem meinen Spielstand. Fällt mir gerade ein. Wenn man da eins mir einmal einen Spielstand gecrashed. Das war höchst unschön. Das waren 4 Stunden Levelei. Wir gehen hier nach unten, weil hier eine Truhe ist. Lichtrune. Können wir die von der Seite? Nee, können wir nicht. Ja, komm, Magali. Aber trotzdem, Chapeau, das sind schöne offene Gänge. Man könnte, wenn man nicht so ein Idiot wie ich ist, auch die Leute da austribbeln. Und könnte hier schön entspannt durchgehen. Finde ich sehr angenehm. Wann kriegen wir eigentlich die nächsten Blutsauger-Fähigkeiten? Hängt das mit der Story zusammen? Weil ich meine, Stufe 99 ist immer, ja. Also ich meine, es kann ja nicht am Level prinzipiell als einzige Voraussetzung hängen.
Oder ist Blutsaugen automatisch mit dem Skill, also der Fertigkeit Blutsaugen verbunden, die wir in unserem Fertigkeitsbuch lernen können? Ein Diamant erhalten, okay. Wo ist der Gang hier? Da kommen wir überhaupt nicht mehr runter. Wir können also nur den Weg hier hochgehen, gerade eben. Dann kommen wir da hin, aber wir kommen nicht runter, okay. Also müssen wir sowieso hier einmal nach rechts gehen und müssen dann nach unten gehen. Und kommen hier nicht weiter. Dankeschön, Sackgasse. Ups. Ups. Nein, okay, kommen wir da vorbei. Die Heilmarker sind das mal wieder. Ja, die kann ich mich wirklich noch an damals vor über 10 Jahren, wo ich gespielt hatte, erinnern. Weil die sind mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Weil das sind keine Stäbe, das sind gefühlt riesen Streitkolben, die haben. Die Schulter. Dingend. So, du. Nee, du saugst doch mal. Das ist vollkommen in Ordnung. Trotzdem bräuchten wir bald mal einen Heilzauber. Ich bin also fast der Meinung, dass wir nach diesem Dungeon nicht sofort den letzten nehmen sollten. Erstens, weil ich nicht mehr weiß, ob dann automatisch ein Angriff stattfindet oder irgendwas. Und ich das ungern provozieren möchte. Sondern, weil ich auch denke, der letzte Dungeon hat ordentlich was auf dem Füller, die Gegner dort. Und wir sollten vielleicht mal endlich nach neuen Zaubern Ausschau halten. Immer noch so irgendwie ein Problem. Sagt, guck mal, sie rein. Wir gehen mal den oberen Weg entlang, um den einfach ein bisschen auszudribbeln. Na, ich würde trotzdem aber ins Fass gerne gehen, um zu gucken, ob da irgendwas drin ist. Yikes! Ja, klappt, nein. Wir müssen immer noch den unteren Weg nach. Ich hab High Ground. Okay, die Ehre gebührt jetzt auch mal Walnar zum Ersaugen. Das heißt also, wir müssten, sowieso haben wir noch zwei Nebenquests offen, wobei ich bei der einen halt überlege, ob ich wirklich die mache, weil ich denke, dass die Menschlichkeit uns ein bisschen abhanden kommt. Und dann noch mit dieser Blutpflanze, wir haben ja auch noch so einen Topf gefunden im Schloss, wo man bestimmte die anpflanzen kann auch. Und wir könnten uns auch mal nach auf dem Weg, so auf der Suche nach den Schreinen begeben. Ich habe so ein Gefühl, dass wir da bestimmt die Resistenzsteine herstellen können, also die unsere Fertigkeiten erhöhen. Weil ich gar nicht weiß, ob das so sinnvoll ist, weil hört mal an, wir haben Abwerf maximiert. Bis auf Elaine, die kann dann bloß noch was abkriegen. Aber wir brauchen ja überhaupt eine Möglichkeit, um die Runen herzustellen. Das ist ja viel wichtiger. Auf dass wir dann irgendwann die Zauber halt fokussiert erlernen können. Das sieht doch alles aus wie End. Räumlichkeiten. Am Trank. Also bluttechnisch sieht es aus. Ja, alles gut. Lebenstechnisch ist auch noch im Rahmen. Ganz viele Fallen. Ein Weg, der nach oben führt. Das ist eine Tafel. Hier steht, der Weg ist das Ziel. Gezeichnet zu Aaron. Hm, was mag das wohl bedeuten? Seit der Ewigkeit. Okay, machen wir den Marker kalt. Oder... die magische Kopierung. Okay, lebenstechnisch merkt man schon, das ist schon ein bisschen härter ausgeht gerade. Aussieht für den guten Walnar. Der Lehm wird trotzdem mal ein bisschen saugen wieder. Die Kuhle braucht Blut. Sehen wir auch bluttechnisch sind, ist Lane am besten, dann ist Walnar, dann ganz hinten ist Asgar, aber lebenstechnisch ist er natürlich den anderen Meilen voraus. So, das Schild können wir nicht nutzen. Okay. Der Weg ist das Ziel, Sir Aaron.
erstmal ringsrum gehen. Das ist nichts. Naja, es wird doch bestimmt sein, dass wir genau diesen Weg folgen, der dort dunkel markiert ist. Weil was auch im Tief passiert, ich meine, Fallen können wir komplett entschärfen, oder ob es da eine andere Falle gibt noch. Oh. Ah, das war daneben. Gut, nochmal. 1, 2. Da war ich etwas zu schnell gewesen. Perfekt. Machen wir's doch. Die Dreiergruppierung. Okay, das machen wir anders. Wir machen Verstumm. Weil ich jetzt echt ein wenig Leben habe. Okay, ich hätte scheinen sollen. Dann machen wir. Ja, Strafe ist da. Dann nehmen wir den Futteren. Oh, der ist nur gelähmt. Der ist nicht mal stumm. Oder überschreibt gelähmt stumm. Ey, der ist nicht irre. Okay, jetzt müsst ihr ihn ausgenockt. Sehr gut. Ja, also die Dreiergruppierung finde ich ist heftig. Ich glaube sogar schlimmer ist, wenn wir zwei Angriffsmarker hätten und einen Regenerationsmarker. Und wir nicht die Zauber hätten, um die aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube, das würde uns echt das Genick brechen. Okay, ich glaube, die sind jetzt wieder dran. Ah ne, aber okay. Bin ich erholt davon. Ach, mal nein, der mal trinken. Ich mach mal auf. Was soll der noch machen? Nein, trinken habe ich gesagt. Krass, dass das Gelebte so lange hält. Ich meine, du hast wieder gesagt, Intelligenz irgendwie spielt vom Gegner so wie von uns irgendwie. Kann ich jetzt leider überhaupt nicht sagen, wie da irgendwas zusammenhängt. Oder Intelligenz nur unsere Blutvorräte. Oh ne, Intelligenz war ja anders gewesen. In der 1 war es ja nur um die Truhen zu öffnen, glaube ich. Nun gut, also Walner hat wieder seine typischen Probleme. Gokos, Gardar, wir haben das gesamte Kaldrim abgebaut. Hier gibt es nichts mehr. Dieses Gestein ist so selten. Ich fürchte, wir haben nur diesen einen Versuch, die Steintafel herzustellen. Wir dürfen keinen Fehler machen. Das werden wir nicht, Gardar. Das werden wir nicht. Warum ist jetzt der Marker genau hinter mir? Das finde ich, also zumindest wenn dieser Übergang ist, storymäßig, wo wir eine andere Karte eigentlich teleportiert werden, wer das bei RPG Maker kennt, weiß ja, wie das eigentlich funktioniert, dann sollte beim Rückteleportieren die Gegner, zumindest die knapp in der Nähe sind, irgendwie nicht mehr spawnen. Ich kann mich nur über dich und deine merkwürdigen Gedanken wundern, Walner. Wir müssen endlich eine Erklärung dafür finden. Ich weiß da auch nicht, was mit mir los ist. So, jetzt ganz schnell angucken. Weiterrennen, weiterrennen, weiterrennen. Ignorieren, ignorieren, ignorieren. Ich ganz schnell mal den Geheimgang ansehen. Feuerrune, wir kommen nicht nach oben, okay. Aber hier ist der. Das Bruchstück Lee, Nummer 8. So, komm her, du Teil. Sehr gut, ihr habt ein weiteres Bruchstück gefunden. Ich bringe es ins Schloss. Suchen wir nach anderen Bruchstücken. Sehr gut, okay. Bevor hinten der Marker kommt, haben wir das gemacht und können Zuflucht finden. In Asgards Schloss. Oh, sehr gut. Okay, ich werde mich mal heilen. Ich werde meine Blutvorräte auffrischen. Werde mir auch mal irgendwo jemanden suchen, der uns auch Heiltränke mal gibt. Und dann als nächstes werde ich, wie schon erwähnt, nicht die letzte Burg machen, sondern als nächstes werden wir mal die Quest erledigen mit dieser Blutpflanze. Ich bin mal gespannt, ob wir das gut schaffen, weil ich habe die als relativ schweren Gegner in Erinnerung. Aber schauen wir mal. Bis dahin, euer Landeturm.